So, hallo zurück. In diesem Video möchte ich jetzt präsentieren, wie man den Signalflussgraphen mithilfe der Mason'schen Formel löst. In zwei vorherigen Videos habe ich schon gezeigt, wie man den Signalflussgraphen aufstellt aus einem kleinen Signalsatzschallbild. Und nun will ich die Mason-Formel präsentieren. Also die Formel, die man so im Internet einfach so findet, ganz allgemein lautet die Übertragungsfunktion G, also Ausgang durch Eingang, ist 1 durch Delta mal die Summe aller Vorwärtspfade multipliziert mit der Schleifenverstärkung. Wenn der Vorwärtspfad diese Schleife nicht berührt. Genau, das klingt erstmal ein bisschen komisch und kompliziert, aber ich werde es jetzt anhand dieses Signalflussgraphen mal erläutern, wie es funktioniert. Als erstes muss man sich überlegen, welche Übertragungsfunktion man denn bestimmen möchte. Ich möchte jetzt in diesem Fall erstmal UA Quatsch, andersrum IE in Abhängigkeit von UE darstellen. Oder ja, genau, die Übertragungsfunktion dafür finden. Das ist jetzt erstmal ein einfaches Beispiel, um erstmal die das Grundprinzip darzustellen. Später möchte ich dann auch noch was anderes darstellen. Wenn man jetzt gefunden hat, was man überhaupt erstmal sucht, muss man diese ganzen Faktoren, die hier in der Gleichung stehen, natürlich bestimmen. Und da fängt man immer zuerst bei diesem Delta an. Dieses Delta bezieht sich auf alle Schleifen, die in dem Signalflussgraphen existieren und quasi beteiligt sind an der Übertragungsfunktion von UE nach IE. In diesem Fall gibt es nur eine einzige Schleife, und zwar diese hier. Genau. Und dieses Delta, die Formel für das Delta ist Delta ist 1 minus die Summe aller Schleifenverstärkungen erster Ordnung. Wir haben nur Schleifen erster Ordnung, weil sich keine Schleife mit einer anderen Schleife berührt. Genau, und in diesem Fall haben wir sowieso nur eine einzige Schleife. Das heißt, in diesem Fall ist bei uns, da ist 1 minus minus. Na, ich will nochmal hochscrollen, genau, dass ihr es auch seht. Entschuldigung. RI durch RBE. Ziemlich logisch, glaube ich. Minus 1 mal 1 zu RBE mal RE ergibt das. Ist dann im Prinzip 1 plus RI durch RBE. Das ist jetzt schon mal unser Delta. So, ich habe mal kurz das Delta umgeschrieben. Als nächstes müssen wir das GK bestimmen. Das GK ist ja, das ist das Produkt der Vorwärtsverstärkung oder allgemein der Vorwärtszweig, der Karte Vorwärtszweig. Also wenn es mehrere Vorwärtszweige gäbe, in diesem Fall gibt es ja nur einen, müsste man die Summe davon bestimmen. Also wir bestimmen jetzt G1, obwohl es gibt halt nur G1, das macht das Ganze deutlich einfacher, ist einmal 1 durch RBE, macht 1 durch RBE. Und dann als letztes muss man das, mit welcher Farbe mache ich das? Delta K bestimmen. Das Delta K ist die Schleifenverstärkung,
wenn. Ah, das ist ein bisschen schwierig zu kommunizieren. Das ist der Wert von Delta, also von diesem von diesem Koeffizienten für den Teilgraph, der verbleibt, wenn der Karte vorwärts zweigt, zusammen mit allen den berührenden Zweigen weggelassen wird. Also wenn ich jetzt diesen Vorwärtszweig habe, also dieses G1, und diesen G1, diesen Pfad hier weglassen würde, gäbe es natürlich auch keine Schleife mehr. Das heißt, unser Delta ist einfach nur diese 1 hier. Oder dieses Delta K ist einfach nur 1. Ich mache es mal hier wieder zurück, dass das wieder da ist. Genau, da ist es wieder da. Das heißt, Delta 1 ist einfach nur 1. So, und nun haben wir eigentlich schon die Formel für die Übertragungsfunktion. Also G, das heißt IE durch UE. Also wollen IE in Abhängigkeit von UE darstellen, wenn IA 0 ist, also die zweite Eingangsgröße für IA gleich 0, ist 1 durch 1 plus RE durch RBE multipliziert mit 1 durch RBE mal 1. Also wenn ich das nochmal hier ganz ausführlich mache, eigentlich muss ich das in Rot zeichnen, weil das ja die Schleifenverstärkung ist. Das ist das da. Dann das da ist hier und das da ist quasi da. Also wieder weg, das stört eher, glaube ich. Letztendlich zusammengefasst, das ist einfach nur 1 durch RI plus RB. Uiuiui, komisches B. RBE. Das ist die Übertragungsfunktion von IE durch UE. So, als nächstes wollen wir noch eine zweite Übertragungsfunktion bestimmen. Einmal, ja, wollen wir UA in der Abhängigkeit von IA wissen. Kann ich mal hinschreiben. Als nächstes UA durch IA, wenn UE gleich 0 ist. Von der letzten Übertragungsfunktion haben wir jetzt schon herausgefunden, wie dieses Delta bestimmt wird. Und das ist für diese auf, oder ja, ist ja der gleiche Signalflussgraph, also ist es auch das gleiche Delta. Das heißt, das müssen wir nicht neu bestimmen. Allerdings wollen wir jetzt den Pfad von IA zu UA bestimmen. Dafür gibt es drei verschiedene Pfade, die wir wählen können. Einer ist hier unten, der zweite ist hier oben und der dritte, passende Farbe, ist hier oben lang und hier lang. Vermeintlich gäbe es ja auch noch einen vierten. Den kann ich mal in Gelb aufzeichnen. Und zwar hier an dieser Schleife entlang. Allerdings ist das kein echter Pfad, weil wir ja die Schleife schon anderweitig mit einbeziehen lassen. Ich mache die ganzen bunten Pfeile wieder weg und lasse nochmal den ersten da. Und jetzt die erste Schleifenverstärkung herausfinden. In Blau. Also G1 ist RCE mal 1, ist einfach nur RCE. Und das Delta 1 ist diesmal sogar nicht nur 1, sondern dieses Delta 1 plus
RE durch RBE. Da, wenn man jetzt diesen Vorwärtspfad, die Verstärkungen oder diese ganzen Vorwärtspfade und alle angrenzenden wegnehmen würde, bleibt immer noch diese Schleifverstärkung übrig. Ich mach das mal wieder zurück, weil wir das natürlich noch gebrauchen. Na, mein Tablet leckt ein wenig. Genau. Sodass dieses Delta 1 plus RI durch RBI ist. Dann der zweite Vorwärtspfad, den wir gehen können, ist hier oben lang und dann dahin. Das heißt, G2 gleich ist einfach nur RI mal 1, einfach nur RI. Und das Delta 2, schauen wir mal, dass das sieht. Ja, wenn man jetzt hier nämlich alle den Vorwärtspfad und alle angrenzenden Zweige weglassen würde, dann sähe. Ah, das stimmt nicht ganz. Dieser Pfeil würde hier nämlich noch bleiben, weil der nämlich nicht an diesen Graphen angrenzt. Allerdings das alles fliegt auch raus, sodass diese Schleifverstärkung nicht mehr existieren würde. Und somit ist das hier einfach nur 1. Als dritten Pfad gibt es dann noch den hier oben. G3 ist, hier ist es RI, hier kommt eine minus 1 dazu. Hier haben wir ein 1 durch RBE, hier kommt ein minus RCE mal B dazu und hier nur noch ein 1. Das heißt, das Minus und Minus hebt sich auf, ist einfach nur RE mal RCE mal B durch RBE. Und hier ist es auch wieder das gleiche, das Delta 3 ist einfach nur 1. Wenn man das Ganze da oben weglassen würde, würde natürlich auch die Schleife wegfallen. So, nun haben wir alle Parameter bestimmt, die wir für diese Gleichung brauchen. Müssen wir einfach nur noch einsetzen und ausrechnen. Werde ich jetzt mal schnell machen. Also die Übertragungsfunktion UA durch IA an der Stelle UI gleich 0 ist 1 durch 1 plus RE durch RWE multipliziert mit der erste Summand ist RCE mal 1 plus RE durch RWE plus einfach nur RE plus als drittes RE mal RCE mal B durch RWE. So, und damit hätten wir jetzt schon unsere Übertragungsfunktion gefunden. Die können wir jetzt noch vereinfachen. Ja, könnte ich eigentlich auch noch machen. Hier würde ich das RBE mit RBE erweitern zuerst, um das da aus dem Doppelbruch rauszukriegen. Das ist dann RE plus RBE. Multipliziert, hier würde ich erstmal ausmultiplizieren. RCE plus RI RCE durch RWE plus RE plus RI mal RCE mal B durch RWE.
Und jetzt kann man das auch noch mal ausmultiplizieren. Liegt, glaube ich, einiges raus. RBE mal RCE. Und plus RE mal RBE. Kann man echt den Bruch ganz durchziehen? RE plus RBE. Und die anderen, da steht ja ein RBE im Nenner. Das ist einfach nur RE mal RCE und hier noch RI mal RCE mal B. Das wäre jetzt die Übertragungsfunktion für unser UA durch IA für UE gleich 0. Und damit hätten wir das Video soweit abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.